Herzlich willkommen zum dritten Seminareinheit. Heute zum Lobpreis ein paar kleinere Sachen. Die meisten von euch kennen das ja. Wenn man aufsteht zum Beispiel nachher zu Beginn, ist es ja eine Art und Weise, auch diesen Lobpreis körperlich zu machen. Aufsteht, dem Herrn entgegengehen. Und heute kann ich euch mal ermutigen, wenn ihr möchtet, auch mit Handhaltungen zu arbeiten, zu experimentieren. Also, weil es heißt ja in der Schrift immer, ich strecke dir die Hände entgegen. Und ihr kennt es ja auch, wenn man so am Strand so Kinder braucht, die den Eltern entgegenrennen, die Kleinen, die machen so und die stehen dann nicht so da, sondern die kommen halt entgegengerannt. Und das ist so ähnlich auch beim Lobpreis, so quasi auch dem Herrn entgegenrennen. Und wenn es so kommt, ermutige ich euch einfach mal was zu versuchen, entweder vielleicht wirklich nur die Hände zu öffnen, aber auch vielleicht auch dann entgegenzustrecken und so, wie ihr möchtet. Und zu Beginn lade ich euch ein, aufzustehen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du hier gegenwärtig bist, dass du uns den Heiligen Geist schenkst, dass wir aus dir heraus anbeten, aus dir heraus dich preisen. Wirklich bist, die breite, tiefe Höhe.
hinaufziehen.
eigenen Worten den Herrn zu preisen, der in unserer Mitte gegenwärtig ist, der uns hier wieder geführt hat durch diese Woche, Herr. Ich preise dich, du Herr, der uns diesen Tag gibst, dich zu preisen. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Herr, ich preise dich, dass wir am letzten Freitag auf 40 Jahre Anbetung in der Johannesbasilika zurückblicken konnten. Dass auch uns das Gefühl gegeben wurde, dass das auch weitergeht. Lob und Preis sei dir. Lob und Preis sei dir. Herr, spricht dein heilendes Wort in unsere Situation hinein, immer wieder auch in die Situation, wo wir ja, schwach sind, wo wir vielleicht auch erschöpft sind, dass wir Kraft gewinnen. Yeah.
Den Liebesweg mit dir. Amen. Amen.